Pinot ist ja nur ein Ableger von Sinn, so wie Tudor von Rolex. Das kann man immer wieder in Foren lesen und Leute, das ist Blödsinn. Pinot ist viel interessanter und viel vielschichtiger. Ich möchte euch das in dem Video ein kleines bisschen näher erläutern. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Sinn und Genau ist wie Rolex und Tudor. Leute, nochmal, das ist Blödsinn. Genau ist nicht, war nie und wird niemals sein ein Tochterunternehmen von Sinn oder eine Abspaltung, eine Ausgliederung oder irgendetwas in dieser Art. Genau ist eine 150 Jahre oder über 150 Jahre alte Uhrenmarke, die ursprünglich aus der Schweiz kommt und dort eigene Uhren produziert hat und Uhren für andere Hersteller, andere Marken. So zum Beispiel auch für Sinn. Das heißt, Sinn war Kunde bei Genau und hat dort Uhren fertigen lassen. Zu der Zeit, als Helmut Sinn noch der treibende Geist und die Seele von Sinn Spezialuhren war. Das ist die erste Beziehung und ist gänzlich anders als Rolex und Tudor und andere Zweit- und Drittmarken anderer großer Hersteller. Zweitens, als Helmut Sinn Spezialuhren verkauft hat im Jahre 1994, ist er ein oder zwei Jahre später zum ältesten Jungunternehmer Deutschlands geworden, als er die Aktienmehrheit seines ehemaligen Lieferanten Guinan Uhren übernommen hat. Er hat also diese Firma übernommen, nachdem er bei Sinn Spezialuhren ausgestiegen ist, diese Firma verkauft hat. Auch hier ein klarer Bruch, kein Übergang, keine Ausgliederung, keine Kooperation. Nein, etwas ganz Neues, ein Neustart mit fast 80 Jahren. Natürlich kann man in beiden Firmen den Geist von Helmut Sinn spüren. Es gibt Modelle, die sich sehr ähnlich sehen. Das seht ihr hier. Es gibt aber auch Modelle, die komplett anders sind. Auch das zeige ich euch später im Video. Wichtig für mich ist, dass beide Marken, obwohl sie auf dem Geist von Helmut Sinn gegründet wurden, zumindest in der aktuellen modernen neuen Variante, sich ganz unterschiedlich entwickelt haben. Sinn ist zu einer Technologiemarke geworden, in dem Sinne, dass versucht wird, das Limit dessen, was Uhren aushalten können, nach oben zu verschieben. Es wird auf Modetrends eingegangen mit blauen Ziffernblättern und anderen Sachen. Es werden mit Vollgolduhren, ganz andere Marktsegmente bedient oder auch die Uhren aus Damaststahl. Das ist ein anderes Segment in vielen Bereichen als Guinan. Guinan verzeichnet in meinen Augen immer noch den Anspruch, den Helmut Sinn auch ursprünglich hatte, die beste Uhr zum besten Preis, in dem Sinne, dass es eine Uhr sein soll, die sich ein durchschnittlicher Uhrenträger oder Sammler leisten kann und in diesem Segment die bestmögliche Uhr. Und das, glaube ich wirklich, ist der Anspruch von Guinan und der wird auch in meinen Augen sehr, sehr glaubhaft und auch sehr gut und qualitativ sehr hochwertig umgesetzt. Woran mache ich das fest? Zum einen ist Guinan eine Marke mit einem extremen Direktvertrieb. Es gibt also keine Depots, keine Konzessionäre. Es wird ausschließlich über den Online-Shop vertrieben oder aber direkt bei Guinan vor Ort. Es gibt keinen, der zwischendrin verdient. Zweitens, Guinan produziert wirklich nur das, was sie auch qualitativ abdecken können. Und eines der Kriterien, die für mich da sehr maßgeblich sind, ist die Tatsache, dass bei Guinan jede einzelne Uhr, die an den Kunden ausgeliefert wird, geprüft wird. Bei Guinan werden die Uhren geprüft, reguliert, geprüft, reguliert. Das über mehrere Tage und erst dann wird die Uhr ausgeliefert. Ein sehr, sehr hoher Aufwand, der sich nach meiner Wahrnehmung in keiner Weise übertrieben im Preis widerspiegelt. Wirklich eine sehr gute Uhr für nahezu jede Gelegenheit und jeden Anwender zu einem wirklich vernünftigen Preis. Das ist in meinen Augen der Ansatz von Guinan. Diese Uhren, die ich euch hier zeige, geben Guinan ein eigenes Gesicht über die Gemeinsamkeit mit Sinn Spezialuhren hinaus. Was ich sehr interessant finde, ist, wie auf Guinan in Foren reagiert wird.
Lest euch mal einige Sachen vor, die man in Foren lesen kann. Und das zeigt, glaube ich, ganz gut, wie die Wahrnehmung von Guinan in der Sammlergemeinschaft ist. Willst du heute eine echte Sinn, musst du Guinan kaufen. Auch hier zeigt sich, Guinan ist in der Wahrnehmung vieler näher an dem Ursprungsgedanken von Helmut Sinn verhaftet geblieben. Es wurde mal eine Frage gestellt, welches ist besser, Guinan oder Sinn? Und die Antwort darauf war, either brand is good. Sinn is a bit more technical, Guinan a bit more down to earth. Letztendlich auch das, was ich sagte, Sinn ist eine Technologiemarke, die versucht, das technisch Mögliche auszureizen und die Grenzen zu verschieben, während Guinan im positivsten Sinne bodenständig ist, nicht abgehoben, verlässlich, sympathisch und wirklich liefert, was sie versprechen, und das wird auch, glaube ich, genau so wahrgenommen. Wie ist meine persönliche Einschätzung zu Guinan, Gegenwart und Zukunft? Für mich ist Guinan eine sehr sympathische Marke. Wenn man dort anruft, wird man sehr, sehr freundlich begrüßt, bedient, und es gibt dort sehr, sehr kurze Entscheidungswege. Wenn man dort anruft, hat man sehr häufig die Ebene direkt unterhalb des Geschäftsführers oder den Geschäftsführer selber am Telefon. Und das steht für mich für eine Marke, die kaum Missverständnisse innerhalb des Unternehmens zulässt und sehr konsistente Antworten gibt und genau weiß, was sie dem Kunden versprechen kann und was nicht. Genau ist für mich auch eine Marke ohne Starallüren. Wirklich ein überschaubares Setup an Uhren, klar definierte Produktlinien und innerhalb der Produktlinien aber eine große Varianz an Möglichkeiten, wie eine Uhr präsentiert werden kann. Ich zeige euch hier mal einige Bilder der Serie 40 von Sinn mit unterschiedlichen Zeigern, Krone und Drücker rechts, Krone und Drücker links. Die Uhr ist dadurch sehr, sehr variabel geworden. Und ich bin sicher, dass jeder, der sich grundsätzlich für dieses Modell interessiert, hier genau sein für ihn speziell passendes Modell finden wird. Diese Vorteile des kleinen Setups, der flachen Hierarchie, der Produktpalette, die stabil überschaubar ist, birgt natürlich auch ein gewisses Risiko, denn es muss eine gewisse kritische Größe vorhanden sein, um dauerhaft am Markt bestehen zu können. Aber hier zeigt sich genau, auch im positiven Sinne überlebensfähig und resistent, denn die Marke gibt es schon sehr lange, gibt es auch schon sehr lange in dem aktuellen Setup. Nachdem Helmut Sinn den Sitz der Firma von der Schweiz nach Deutschland verlegt hat im Jahre 2000, kann man also sagen, dass es hier eine kleine, aber sympathische, überlebensfähige und qualitativ hochwertige deutsche Uhrenmarke mit Schweizer Wurzeln gibt, denen ich von Herzen alles Gute wünsche und die mir wirklich, wirklich sehr sympathisch ist. Lasst doch gerne eure Kommentare, was ihr von der Marke haltet, und ich hoffe, euch auch in Zukunft noch mehr Uhren dieser Marke vorstellen zu können. In diesem Sinne, euer Watchmaxe.